Kamezin und Purpur und Schwert und Schild könnte unterschiedlicher nicht sein. Schwert und Schild immer über UVP-Verkaufspreis wäre und Kamezin und Purpur immer darunter gelegen ist. Und auch die Einzelkarten weisen starke Unterschiede auf. Ich werde jetzt mal eine Revue machen der Ära. Wie schaut es derzeit aus, den normalen Sets? Und ja, lasst uns das mal gemeinsam diskutieren. Ich denke, es wird sehr spannend sein. Also fangen wir an mit der Boosterbox von Kamezin und Purpur. Ja, wir sind unter 100 Euro Verkaufspreis. Derzeit wird er angeboten für 90 auf Deutsch, so 90 Euro. Und ja, es ist ein ziemlicher Tiefspreis. Ja, also man bekommt die Dinger unter 100 Euro. Und ja, so günstig gab es eigentlich keine einzige Schwert- und Schildbox. Ich glaube, das günstigste war 99 Euro, mal kurz bei Reprints von Chilling Rain und Fusion Strike. Aber die Box hier definitiv günstiger als alle Schwert- und Schildboxen, die es gegeben hat. Und es hat auch seine Gründe. Oder Gründe. Ich finde die Karten ja schön, ja, aber ich muss hier neutral berichten. Vemakani, da ging es mega krass nach unten, wie wir schauen. Teilweise Verkäufe für 6 Euro der Karte. Also wie Garados, etwas teurer, so 7 Euro und ja, die haben gekostet 20 bis 25 Euro bei Release und ihr müsst dranbleiben, weil wir werden hier einige interessante Sachen sehen von diesen Karten, ob die Leute das sammeln wollen oder nicht, ja, wie hoch ist die Nachfrage, was ist die Ursache des Ganzen, ja, warum hier einige Dinge merkwürdig sind, obwohl es schöne Karten sind. Ja, wir haben hier Kirillia. Die ist auch durch den Trimax-Hype mal kurz gestiegen. Aber ja, beim Kelly und Trassler sind immer noch über 10. Und ja, natürlich, die sind relativ beliebt, da man sie ja braucht mit Gardevoir. Und ihr wisst, da gibt es diese Story-Karten. Dann haben wir das Fleckmoor-Decking etwas runter für 8 Euro. Wir haben Grimanzo für 6 Euro. Traumato für 8 Euro. Wir haben Gruff, wo Gänger drauf ist, für 5 Euro. Ja, also die sind eigentlich hier relativ stabil, die Illustration bei Karten. 4 Euro. Dann haben wir hier Fullout-Karte, Trainer, 3 Euro. Mimi etwas unter 10 Euro angesiedelt. Penny unter 6 Euro. Und ja, Special Illustration bei Karten, glaube ich, sind, wenn wir das vergleichen, ich glaube, die günstigste Schwert- und Schild-Altered-Karte war in Fusion Strike drinnen, glaube ich, mit wie viel? Mit 5 Euro oder so. Und hier haben wir ja Special Illustration bei Karten. 3 Euro. Wir haben Ryder für 20 schlussendlich. Wir haben Garnival für 20. Wir haben hier Riesenzahn für 5 Euro. Cole Ryder für 15. Eisenrad bekommt man sogar ab 3 Euro. Und ja, also man sieht schon, was hier los ist. Die Karten kosten alle gerade mal so 5 Euro, wenn wir das vergleichen. Im letzten Video zu Paldeas Schicksale, muss man ganz klar sagen, Baby Shinies kosten mehr als so Special Illustration bei Karten. Und Baby Shinies sind fast in jedem Booster drinnen. Ja, während diese Dinger hier jetzt auch nicht so selten sind, auch nicht so häufig, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist schon ziemlich mager, auch wenn die Karten sehr gut aussehen. Das Interesse an den Karten ist relativ niedrig. Und wir dürfen auch nicht vergessen hier, der Bestand von Corridon sind 630 auf Cardmarket. Das habe ich bei keiner einzigen Schwert- und Schildkarte gesehen, dass einfach die Nachfrage nicht da ist. Das 630 gelistet, das ist brutal. Ja. Mirwider sind 500 gelistet. Und auch hier fast 600 gerade war. Also die Karten hier sind alles andere als beliebt, während die Illustration-Karten so 200 gelistet haben. Ja. Also ganz klar, Leute kaufen es nicht. Und die Miriam, glaube ich, hier mit unter 20 Euro derzeit hat ziemlich den Vogel abgeschossen, wo Leute 70 Euro bezahlt haben. Und jetzt sind wir auf 20. Ganz klare Ablehnung der Sammler. Ja, sie sammeln diese Karten viel, viel weniger als die vorige Ära. Und ich glaube, eine Special Illustration Mimikarte für 20 Euro, das hat, glaube ich, schon sehr viel Aussagekraft. Auch hier über 500 gelistet auf Cardmarket. Und ja, ist einfach ein krasses Überangebot. Schwert und Schild, alte Karten, das sind ja teilweise nur
sozusagen ja, 100 gelistet oder 80 oder so, oder vielleicht 150, wenn es viel sind. Also das ist eine, auch wenn wir die Pullraten vergleichen, ist das nämlich das Fünffache von Schwert und Schild. Das sieht man ganz klar. Und deswegen ist ja auch die Frage bezüglich Print Run, ja, gibt es ja jetzt wieder Spekulationen, die wir haben. Sonst gehen wir kurz auf die Boosterbox-Entwicklung in Paldea. Auch hier bekommt man unter 100 Euro. Also die Spekulation war, dass er das hier schon Shortprinter ist. Kann auch sein, dass die Preise hier ein bisschen teurer sind als vom Base-Set, was vielleicht ein Overprint hatte. Interessant ist Temporal Forces. Ich habe gesehen, da wurde schon angedeutet, dass das definitiv geshortprintet ist. Ja, vom PokerRef hat er ein Video gemacht in seinem ersten Opening, wo er gesagt hat, er hat nur 50% erhalten von dem, was er sonst erhalten, wenn er es bestellt. Wäre auch, glaube ich, ein guter Move, da einfach zu viele Leute, der Point ist zu hoch, die Nachfrage ist nicht da und ja, bei dem Set ist man da schon etwas runtergegangen anscheinend. Wir haben hier Scaraborn für 10 Euro, merkt man auch die Illustration-Karten tendenziell teurer. Hier über 10 Euro für Lori, der ist auch auf 8 Euro hier. Wir haben Krockel fast für 10 Euro. Wir haben Lokro auch hier für 6 Euro. Und ja, insgesamt auch hier das Carpador hier, was eigentlich nach oben geht. Also eine der heißesten Karten auf Deutsch für 50, auf Englisch auch ein bisschen teurer. Ja, das Set insgesamt ist um einiges stärker und es hat wahrscheinlich auch mit dem Print Run zu tun, da das Set weniger geprintet worden ist. Wenn wir weiter schauen, auch hier Merrill, wir haben 10 Euro, wir haben Quax für 5, der Unbeliebte, wir haben vorhin Tente, auch unbeliebt für 4 Euro, auch sehr starke Karte, sehr schöne Karte haben wir hier, eine meiner Lieblingskarten überhaupt eigentlich. Frostbino, wir haben Gyrospino und natürlich Espinodon, also die richtig coolen Karten. Auch die insgesamt, ja, sind wir da relativ stabil, ist ein bisschen runtergegangen. Wir haben Raichu, was hier teilweise für 20 weggeht, sind wir schon ganz klar beim Carpador. Wir haben viele von diesen Baby Generation 9 oder Vorentwicklungen für 10 Euro, um einiges stärker als das erste Set, auch hier Thrawn, Magil geht fast für 10 weg, auch Tauros teilweise für 10, dann haben wir sogar Ausschläge hier, das ist doch heftig, warum eigentlich? Gute Frage. Wir haben Mogelbaum, auch ein sehr beliebtes Pokémon und auch das Despotar geht hier eigentlich kaum runter, sondern ist sehr konstant. Ganz klare Sache, es sind sehr schöne Karten drinnen, also verglichen mit dem Base Set, ja. Da haben wir noch Fari Giraf für 7 im Preistrend. Ja. Auch interessant ist Bao Jian, ja, oder Xin Pao, der fast für 10 weggeht, die Full-Out-Karte. Ist viel für eine Full-Out-Karte. Wir haben Amora für 3 Euro, Enigmara für 20, Maskagato für 12, Skelecrock haben wir für 15, der ist sehr cool, den habe ich gezogen. Wir haben Juju EX auch für etwas unter 20, Ballonda für unter 10 und dann für 25 und ein bisschen hier, wenn wir schauen, der haltet sich sehr stabil, ein bisschen sogar im Preistrend nach oben mit 25. Also der hier, definitiv auch bei Paldeas Schicksale, ist es einer der beliebteren Pokémon. Also da hat sich eine Karte oder ein Pokémon eindeutig durchsetzen können im Beliebtheitsranking. Ja, kann man ganz klar sagen. Ja, gefällt mir. Wir haben Gran Fogita EX für 15, auch hier etwas gestiegen. Tinglu EX, auch der ging etwas nach oben. Ich meine, die Karten sind schon recht günstig, gell? Und sie schauen schön aus. Wir haben Gravaloro für 10, Amora für 10, Special Illustration, Saguaro für 7, wir haben Befehl von Boss für 12, wir haben für 4 Euro hier Pinio. Und oh, jetzt habe ich die Enigmara vergessen. Nein, hier ist sie. Da haben wir sie für 50. Ja, auch die, oder ja, 50 kann man sich kaufen. Also auch hier teurer als die Mimi. Mehr als das Doppelte. Und ich glaube halt wirklich, dass es mit dem Print Run zu tun hat. Auch hier, wir haben ganz klar verfügbare Artikel nur 271. Ja.
Ganz klarer Unterschied zu Mimi oder den Karten von Kamazin und Puppet Base. Könnte man ja schon fast sagen, dass der Prince One nur die Hälfte ist von dem Base-Set. Ja, oder ja, von dem, was man hier sieht, so ein bisschen. Also wenn es Temple Forces auch noch mal weniger wird wie dieses Set oder Paradox Rift, bin ich gespannt. Ich weiß, Leute sagen, Temple Forces ist ein schlechtes Set, aber ich würde sagen, na, Temple Forces, glaube ich, durch die Anpassungen und auch was drin ist, das derzeit stärkste Set, was rausgekommen ist. So, dann haben wir Paradox Rift, die Box hier, ja, sind wir auch das gleiche, unter 100 Euro kriegt man sie. Auch ein sehr schönes Set eigentlich, was aber weniger gut ankommt, auch wie, glaube ich, Entwicklungen in Paldea. Wobei man muss sagen, Entwicklungen in Paldea ist ein schönes Set gewesen. Wir haben hier so ein paar Karten drinnen, die mal schnell durchgehen. Ja, Psiopatra haben wir für 5. Wartet. So, also es gibt auch hier sehr schöne Karten drinnen in dem Set. Ja, Piotr, wir haben Mantips für 5. Wir haben Deponitox für 5. Eine meiner schönsten Lieblingskarten eigentlich von den Illustration über Karten. Die Karte schaut einfach nur krass aus. Ja, mit dem Müll, mit dem Pokémon drauf. Wir haben Marpeko, etwas für unter 10. Crowdon, gut, der ist etwas teurer. So, haben wir Preis dran, steht da 58, das stimmt aber nicht. Man bekommt es so für ein bisschen über 20. Das ist halt die Frage. Also, wenn das Set Shotprint ist, wenn kein Reprint kommt, das kann man nicht wissen, was der Pokémon Company einfällt. Wenn kein Reprint kommt, ist das eine der heißesten Karten, meiner Meinung nach. Schaut geil aus, haben wir schon besprochen. Einzigartiger Artwork, einfach nur schön zum Anschauen. Ja, also das Set hat wirklich schöne Karten drinnen. Wir haben Wutpilz für 5 Euro, Durengard für 4 Euro, wir haben Griffel, der ein bisschen die Neo-Zeit erinnert, für 5 Euro. Wir haben Wablu, der geht auch so für 5 Euro weg. Ja, auch hier ist eine schöne Karte. Vom Preis dran seht ihr, die sind alle sehr stabil, also da tut sich kaum was. Eisenhals haben wir. Tentara geht etwas runter, dann wird Blusel, also Magpie für 10, Blusel, Minon, ja, ein bisschen über 5 Euro. Also wenn der Point niedrig bleibt bei dem Set, glaube ich, ist das Set vielversprechend. Nicht nur die Einzelkarten, die extrem unterbewertet sind dann, sondern auch die Boosterboxen dementsprechend, dass die auch nach oben gehen könnten. Ja. Sehe ich beim B-Set weniger, auch ein B-Set tendenziell teurer ist als normale Sets, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, viele Karten hier sind einfach unterbewertet, auch hier der Stalos zum Beispiel, was eine extrem schöne Karte ist für 10 Euro, ist eigentlich extrem unterbewertet. Ja, die Karte schaut so schön aus. Wenn die hier, ich habe schon oft gesagt, ein Relief drin hätten und die Illustration-Karten nicht ganz so lieblos gemacht hätten, wäre das eine sehr teure Karte in meinen Augen. Ja. Erinnert so ein bisschen an Game Freak, an den Pokémon-Spielen, wo man sich quasi auch keine Mühe gibt anscheinend teilweise. Ja, das könnte man der Pokémon Company auch unterstellen. Wir haben Meteno für 5, wir haben Castellit für 2, Porygon Z für 5. Sehr spannendes Eisenhand. Wie ihr seht, der geht nach oben. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Karte spielstark ist. Ja, ich glaube, der Artwork liegt das nicht. Eisenkrieger haben wir. Also auch hier Monetigo scheint sehr beliebt zu sein bei den Kids. Bei Full Art sind wir hier fast bei 10 Euro bei der Karte. Dann haben wir Knackrack für 20. Also die Karte ist vom Preistritt her teuer und man bekommt sie auch für unter 10 Euro. Ich würde sagen, so 15 Euro ist ein realistischer Preis bei der Karte. Ist für Kamazin Purpur relativ viel. Dann haben wir Kaporiki für 15. Jetzt haben wir die mal die Special Illustration bei Karten. Wir haben Eisenhand für 20, Donnersichel für 50. Ja, der ist lange höher gewesen, auch in Amerika für 100. Dann ging es runter und bei uns auch von 70 hat er sich gehalten. Dann ging es dann doch runter bei der Karte, auch was schön ist. Wir sehen auch hier ganz klar, dass die Karte mit 208 Stück auf Cardmarket wesentlich seltener angeboten wird wie jede B-Set-Karte aus Kamazin Purpur. Wir haben Monetigo EX für 25, wir haben Altaria für 25, wir haben Irsa für 10, Professor für 15,
Professor für 10, 11 Knacker gegen Gold. Haben wir Eisenkrieger gegen Gold für 8 und ja, das war's. Das waren die Karten aus der Ära. Wie gesagt, ich glaube, um es zusammenzufassen, der Prince One wird schlussendlich entscheidend sein für diese Ära. Denn eins ist klar, Nachfrage und Angebot ist beides eben so gleich wichtig. Ja. Man kann zum Beispiel Karten, die jetzt keine hohe Nachfrage haben, seltener machen und dadurch preislich ja, das Ganze korrigieren. Und das ist das, was hier quasi gemacht wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ab Paradox Rift, Entwicklung in Paldea oder jetzt der Temple Forces wird es hier ein Set geben wie Clash der Rebellen, welches Shortprint ist. Und anders als Clash der Rebellen ist das hier dann auch nicht so übel. Ja, weil die sind ziemlich beliebt, die Karten hier, optisch. Vom Quadron zum Beispiel. Ich bin mehr gespannt. Lasst ein Like, lasst ein Abo oder lasst eure Meinung da bezüglich Shortprint und Pokémon generell. Ja, ein bisschen eine Diskussion machen. Schaut euch hier ein Video an. Hier oder hier. Und whoop, Like ist wieder ein Abo da. Wow.